Zu flachen Überschwemmungen, so, man kann hier davon ausgehen, dass im Frühling die ganze Gegend mehr oder minder glitzert, 2-3 Zentimeter, 10 Zentimeter überschwemmt ist und zwischendurch aber Land immer wieder herausschaut und einfach dadurch ideale Brutbedingungen für wiesenbrütende Limikolen insbesondere, also Rotschenkel, Kiebitze, Uferschnepfen, aber auch Graugänse nutzen diese Kurzrassigkeit sehr gern und finden auch diesen besonderen Lebensraum vor, den sie brauchen. Die Steppenrinder verhindern, dass sich der Schilfgürtel ausbreitet und wertvollen Lebensraum bedrohter Tier- und Pflanzenarten zerstört. Also dieser Landschaftsteil, ungefähr die Hälfte des Nationalparks, ist eine große sekundäre Steppenlandschaft, die über viele Jahrhunderte durch die sehr sanfte Nutzung durch den Menschen, eben durch die Arbeit mit großen Herden, in diesem Zustand gebracht worden ist und auch die ganze Artenzusammensetzung an Tieren und Pflanzen ist von dieser Nutzungsart abhängig. Wenn wir jetzt im Rahmen des Nationalparks dieses Erbe übernommen haben, so sind wir einfach gut beraten, wenn wir ja gewissermaßen diese Tradition zum einen nicht abreißen lassen, aber zum anderen sie wieder sehr stark beleben. Und das, was wir hier haben, mit unseren Steppenrindern, ist so etwas wie die Rückgewinnung eines alten Heimatrechts. Diese Tiere haben über Jahrhunderte hier am Neusiedler See gegrast und sind jetzt nach einer Pause von in etwa, ich weiß nicht, 100 Jahren wieder zurückgekommen. Das Steppenrind selbst war immer ein ausschließliches Fleischrind. Weniger deswegen, weil es so viel Fleisch hat, sondern weil es vor allen Dingen sehr wenig Milch gibt. So ein bisschen eine seltsame Situation, aber das Besondere war immer dran, diese Tiere konnten auch in Zeiten, wo Fleisch nicht mit Eisenbahn transportiert werden konnte oder mit Schiffen oder mit sonst etwas, waren sie einfach in der Lage, aus der ungarischen Tiefebene dieses bisschen Fleisch, was sie haben, sehr weit zu tragen und haben damit große Städte bis weit nach Deutschland hinein oder in die Schweiz mit Fleisch versorgt. Nun, die Versorgung großer Städte ist heute nicht mehr Aufgabe des Steppenrindes. Aber die Versorgung der Gastronomie rund um den Neusiedlersee mit naturbelassenem, fein marmoriertem Fleisch und feinen Würsten, traditionellerweise mit einer ordentlichen Prise Paprika, ist neben dem Naturschutz auch eine schöne Lebensaufgabe. Der Name Paradies kommt ja von Paradies. Und es ist ein Tomatenparadies, das Erich Stekowitsch in Frauenkirchen geschaffen hat. Der Seewinkel ist für sein Gemüse bekannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es bulgarische Flüchtlinge, die sich hier angesiedelt und den Burgenländern den Gemüsebau beigebracht haben. 3000 verschiedene Paradiessorten züchtet Erich Stekowitsch. Sie reifen im Freiland, werden nicht aufgebunden. Sie widersprechen allen Lehrmeinungen des Erwerbsgemüsebaus und sind vor allem eines, von unvergleichlichem Geschmack. Strahlende Miniaturmodelle der pannonischen Sonne. Eine Führung auf Stekowitsch-Feldern ist ein Fest der Sinne. Der Tomatenpionier zu seinem Erfolgsgeheimnis. Seewinkel, das ist ein ganz ein kleiner Teil im Burgenland. Geografisch gesehen einfach ein Durchmesser von etwa 30 Kilometer, wo sich Gemüsebau in hervorragendster Weise eignet. Was macht es so toll, dass Gemüse so wächst, wie es dann bei uns geerntet wird? Das ist vor allem der Wind, das ist der größte Geschmacksgeber, der die Pflanzen ständig in Bewegung hält. Durch das ständig in Bewegung halten der Pflanzen wird die Pflanze immer leicht verletzt. Die Pflanze will aber diese kleinen Verletzungen immer ausheilen und mobilisiert so alle Kräfte, die in ihr stecken. Und so wandern totale Aromen in das Gemüse dann hinein. Wenn man dann noch den Mut hat, wie wir, dass wir die Paradeiser nicht gießen, so entwickelten die Paradeiser eine Wurzeltiefe von 1,70 Meter, eine Wurzellänge von 800 Metern pro Pflanze, sodass wieder Mineralien aus den Böden dann in die Frucht hineinwachsen. Die größte Verwunderung herrscht einfach bei den Leuten dann, wenn sie merken, dass jede Paradeis anders schmeckt. Dass so einfach, ich sage immer, so wie ein Muschkattrauben halt anders schmeckt wie ein Rieslingtrauben oder ein Riesling wieder anders wie ein Traminer und ein Traminer wieder anders wie ein Merlot-Traube, so ist es letztlich bei den Paradeisern. Das ist einmal die größte Verwunderung von den Besuchern, die zu uns in Betrieb kommen, dass 3000 Sorten wirklich nicht
Bislander schon wesentlich anders schmecken. Was sehr, sehr beruhigend ist, ist immer, wenn Kinder mitkommen, dass sie einfach dann schon wohlwollend das Gesicht zum Strahlen bringen, wenn sie zum Beispiel die Kinder in den gelben Johannisbeeren drinnen naschen, wo sie einfach gar nicht wegkommen. Kinder können sehr, sehr wohl unterscheiden, das, was gut schmeckt und das, was nicht so gut schmeckt oder künstlich schmeckt. 60% Gesamtumsatz unseres Unternehmens liegt in Chili und Gewürzpaprika. Es kommt von Amerika bzw. ist schon lange angekommen, so eine wirkliche Chili-Bewegung. Das heißt, Paradeiser lieben die Liebhaber und Chili lieben Freaks. Das heißt, es ist das Capsaicin im Chili verantwortlich, dass die Leute zu dieser Frucht hingreifen lässt. Das hat nämlich die gleiche Wirkung wie Alkohol und Nikotin. Das heißt, Leute, die gerne scharf essen, essen gern immer wieder schärfer und immer öfter schärfer. Von daher auch 680 Sorten Gewürzpaprika und Chili im Betrieb. Ja, Paprika ist überhaupt wirklich nur in diesen Breiten möglich anzubauen. Es geht 15 Kilometer nördlicher schon nicht mehr und 30 Kilometer südlich auch nicht mehr. Also, da muss wirklich das Mikroklima ordentlich passen. Tolle Sorten wie zum Beispiel die Sorte Shorokshari, Feher, Özön, Olma Paprika, Edesh, Olma Paprika, Örish, Chili, Cherishni Paprika und so weiter sind alles fast am Aussterben bedrohte Sorten, was sehr, sehr leid tut. Wenn jemand, es gibt einfach tolle Rezepte, wenn ich es hernehme, das Gulasch mit Paprika gemacht und das Segedinner Gulasch, Paprikasuppe, eine Fischsuppe ist ohne Paprika gar nicht denkbar. Also es gibt ja kein Gericht, das der Ungar ohne Paprika kocht. Und wenn er es nicht kocht, dann isst er einen dazu. Ja, ganz klassisch hat man Paradeis in Bourgogne immer verwendet für Paradeissauce. Da hat man wirklich Mengen davon sich für den Winter eingerext. Das heißt, auf der einen Seite für Suppen sie hergerichtet und dann natürlich für einen gefüllten Paprika, wo man einfach wirklich sehr oft dann eine Paradeissauce dazu gemacht hat. Ja, jetzt kommt natürlich viele, viele neue Rezepte. Wir haben zum Beispiel ein ganz neues Rezept von uns kreiert, durch Zufall draufgekommen ist eine sogenannte Paradeismarmelade. Da werden die Paradeiser 16 Stunden in einem Kupferkessel gekocht, bis der Fruchtzucker in den Paradeisern zum Karamellisieren kommt. Das ist wirklich ein wunderschöner Begleiter für Blauschimmelkäse. Ganz toll schmeckt, wenn man Palatschinken damit ganz hauchdünn bestreicht. Das fängt dann wieder so zu dampfen an. Und die optimalste Verwendung für eine Paradeismarmelade wäre Wuchteln damit gefüllt, weil sie dann schmeckt, als hätte man sie mit Schokolade gefüllt. Ja, dann machen wir Paradeiser nach indischen Rezepten, das heißt als Chutney gekocht. Dann gibt es getrocknete Paradeiser. Ganz interessant, weil wir da alle 3000 Sorten verwenden. Jedes Glas immer mit anderen Paradeisern gefüllt. Ja. Wir tun Paradeiser als Ganzes einlegen in Essigen. Wir machen einen Paradeisessig auch und was ganz Außergewöhnliches ist, wir haben voriges Jahr gemeinsam mit dem Schnapsbrenner Georg Hiepel einen Paradeiser-Schnaps gemacht, der tollen Anklang gefunden hat. Die Ausbeute ist sehr, sehr gering. Aus 1600 Kilogramm Paradeisern gewinnt man 14 Liter Schnaps. Abstecher nach Neusiedl, zu einer großen pannonisch-kulinarischen Seele, zu Gerhard Windholz in die Maut. Seit neuestem könnte man vermuten, sein idealer Lebenszweck wäre Borstenvieh und Schweinespeck, seit er sich des Mangalitzers angenommen hat. Einer alten deutsch-ungarischen Schweinerasse, die er in einem riesigen Freigehege züchtet und die er auf wunderbar traditionelle Art zu verarbeiten weiß. Aber das würde die Verdienste eines Mannes schmälern, von dem schon geschrieben wurde, er hätte im kleinen Finger mehr pannonische Kochkunst, als in allen Bänden der Landesbibliothek zu finden wäre. Seine momentane große Liebe gehört allerdings dem Mangalitzer. Vor wenigen Jahrzehnten so gut wie ausgestorben, erlebt diese Schweinerasse gerade eine saumäßig schöne Renaissance. Das Fleisch der Tiere ist feinstens marmoriert und von einzigartigem Wohlgeschmack. Das Fett, durchaus reichlich vorhanden, ist wertvoller und gesünder als bei modernen Rassen. Musik
Die Tiere können ganzjährig im Freien gehalten werden. Noch vor 100 Jahren hat man sie in riesigen Herden bis nach Wien in den Schlachthof getrieben. Und sie waren auch das Geheimnis der ungarischen Salami. Ein Feld in Klingenbach an der ungarischen Grenze. Arbeiter im Ernteeinsatz. Es ist ein ungewöhnliches Produkt, dem ihr Fleiß gilt. Safran. Das teuerste Gewürz der Welt. 200 Blütenstempel der Krokusart müssen händisch abgezupft werden, um 1 Gramm der Substanz zu gewinnen, die Risotto, Suppe und Kuchen, aber auch Mönchskutten so herrlich gelb färbt. Safran im Burgenland, ist das nicht unangebrachte Exotik? Faunenfälschung ob einer schnöden, dekadenten Völlerei? Der Initiator des Projektes? Weil es Tradition in Österreich hat. Nicht nur im Burgenland, im ganzen pannonischen Raum. Vor allem die großen Flächen waren in Niederösterreich, Klosterneuburg, Amstetten, Scheibs, Maisau, Oberösterreich bis nach Bayern rein, aber auch im Burgenland, auch in der Oststeiermark. In Markt Alhau gibt es jetzt noch quasi wild wachsenden Crocus sativus, den Safran-Crocus. Und in Merkendorf hat man bis vor 10 Jahren noch Safran angebaut. Die haben übrigens auch 3 Safranblüten im Ortswappen. Safran, das Gewürz, das eigentliche Ernteprodukt sind diese 3 Narben. Und die sind zusammengewachsen in einem Narbengriffel. Und diesen muss man schön wegzupfen und wirklich nur die Safranspitzen verwenden, weil die nicht nur farblos sind, sondern auch unaromatisch. Selbstverständlich kocht auch Paul Gregoritsch, der Wirt von Klimpu, wie Klingenbach auf Kroatisch heißt, mit dem, jetzt wissen wir es ja genauer, einheimischen Safran. Und mit Fug und Recht lässt sich Steinpilzrisotto mit Safran als urpannonische Spezialität bezeichnen. Auch wenn der Reisanbau, es hat ihn im Burgenland kurzzeitig gegeben, wieder entschlafen ist. Noch harmonischer die wunderbare Verbindung mit Fisch, einem Wels aus dem Neusiedlersee, auf kroatischen Grammelnudeln und einer molligen, sonnigen Safransoße, die das Herz jedes Feinschmeckers erwärmt. Und dieser Wels bringt uns wieder an den Fertő, das heißt auf Ungarisch Sumpf, den Neusiedlersee, das Meer der Wiener. Der junge Steppensee, er ist der westlichste Europas, ist ein Paradies für Pflanzen und Tiere. Im Schilf brüten Reiher und Löffler, Enten und Wildgansschwärme pflügen das Blau des Himmels. Zum kulinarischen Wunderland wird er durch seinen Fischreichtum. Josef Hafner ist einer von 13 burgenländischen Berufsfischern, die ihre Reusen nach den schmackhaften Schuppentieren auslegen. Die Nummer 1 in der Gunst der Feinschmecker ist zweifelsohne der Zander, der Forgosch, wie er ungarisch genannt wird. Aber auch Hecht, Karpfen und Aal sorgen für angenehmes Kitzeln am Gaumen. Der Aal ist allerdings ein Auslaufmodell. Er vermehrt sich im Salzwasser im Meer und wird aus Naturschutzgründen nicht mehr nachbesetzt. Kulinarisches Pannonien. Noch immer wird Österreichs jüngstes Bundesland feinschmeckerisch von manchen nicht wahrgenommen. Sicherlich muss sich auch die burgenländische Gastronomie verstärkt auf ihre Tugenden und Landesprodukte besinnen. Aber bei dieser Vielfalt und Opulenz müsste es möglich sein. Das pannonische Schlaraffenland.